Ja, hallo allerseits. Willkommen zu einem kleinen Review über ein Messer, das einem aus dieser Tenacious-Familie sehr ähnelt. Und das ist das Navy K610. Hat auch G10-Griffschalen. Halt die mal daneben. Ganz einfach. Sieht dem doch recht ähnlich, oder? Obwohl die Griffe etwas anders gebaut sind. Ja. Oben also das Navy-Messer. Steht ja auch drauf, wie man sehen kann. Ist nicht wie beim Tenacious 8CR13 MOV, sondern 440C Stahl, so wird es auf jeden Fall vom Hersteller angegeben. Und die Navy-Messer sollen aus der Herstellung von Sanremo sein. Ich halte die mal jetzt so übereinander. Wie ihr seht hier oben, ja, ist der Klingendurchbruch ja eher oval als rund. Von der Klinge her ähneln die sich. Von der Klingenform ähneln die sich natürlich, ja, obwohl hier beim Navy hier unten ein bisschen mehr Platz gelassen wurde, damit man sich beim Einklappen nicht verletzt. Ja, seht ihr? Wobei das ja beim Tenacious, wenn man damit sorgsam umgeht, auch nicht passieren kann. So, ich will euch mal was dazu erzählen. Das gibt es bei Fastech in Amerika zu bestellen für $15, Shipping frei, also keine Versandkosten. Und bei dem Preis zahlt ihr natürlich auch keine Steuern auf den Versand, weil sonst wird es ein bisschen eng werden. Also G10 Griffschalen, nicht so verschraubt wie beim Tenacious, ja. Aber die ähneln sich halt sehr. Beim Tenacious kann man den Clip umsetzen. Tip up, tip down, rechts und links, was hier bei nicht gegeben ist. Hier ist man praktisch dazu gezwungen, den Clip so zu lassen. Das heißt, tip up, rechts oder halt links, je nachdem wie man will. Man kann ihn also nicht umsetzen. So, nochmal. Griff G10, Stahl 440C Stahl auf einer Härte von 58 Rockwell. Geschlossen sind es 113 mm. Die Klinge 88 mm und dick ist die 2,57 mm. Ich würde mir das Tenacious daneben. Das ist also ein bisschen dicker als das Tenacious, wenn ich das so sehe. Ja. Die Griffschalen selbst sind auch ein bisschen dicker und fast ähnlich verschraubt. Nun, dass das den Spider-Coast nachempfunden ist, ist klar, das sieht man. Messer wiegt übrigens 139 Gramm. Liegt auch sehr gut in der Hand. Kommt auch sehr scharf daher. Jetzt mal gucken, ob ich ein Stück Papier habe, das ich benutzen kann. Jawohl. Normale Schärfe, wie man die so gewohnt ist. Also ich gehe mal davon aus, dass das Navy K610 von Sanremo produziert worden ist. Und wahrscheinlich von derselben Produktionsstraße gerollt ist wie die Tenacious Familie. Jetzt kommen wir zum Manko von diesem Messer. Zum einen mal sehen, ob man das sehen kann. Mal gucken. Kann man das einfangen? Oh, schlecht. Da sind Messingwasher drin. Und ich dachte so, eigentlich, wenn da Messingwasher drin sind, dann kann man das aufflippen, aber
Das geht nicht. Mal gucken. Achtung. Bob, da stoppt's. Das liegt daran, dass der Liner derart stark ist, dass der hier dran reibt. Am unteren Teil der Klinge. Und somit ein Aufflicken nicht möglich ist. Leider. Gut, werde ich das Messer wahrscheinlich aufmachen müssen oder auseinandernehmen und den Liner ein bisschen lockern. An der Achsschraube liegt es nicht, das habe ich schon versucht. Und das hat damit nichts zu tun. Das ist aber typisch für die Chinesen. Die bauen alles recht gut nach. Gut, beim Liner haben sie ein bisschen geschludert. Obwohl der sehr stramm in der Arretierung ist, wie man sehen kann. Ja. Ansonsten kein schlechtes Messer. Ich meine, so wenn man nicht allzu viel ausgeben will für ein EDC-Messer, ja, hinterlässt auch direkt wieder Fingerabdrücke. Ansonsten für $15. Kein schlechtes Messer. Also bei fasttech.com zu beziehen. Das war's schon. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Mal gut. Tschüss.